to the bank. Rest in peace, Mac Dre. I'm a screen, nigga, all I do is talk. Pass. Was geht ab, Leute? Herzlich willkommen zu einem neuen Video auf unserem Kanal. Und ich stelle euch heute wieder Hype News vor. Ich hatte das jetzt circa eine Woche, fast anderthalb Wochen nicht gemacht, weil ich noch mein mündliches Abi geschrieben habe. Jetzt bin ich damit durch, habe mein Abi bestanden. Kann ich mir gerne gratulieren. Ja, Jubel. Nicht Spaß. Auf jeden Fall bin ich jetzt aber mit meinem Abi durch und kann jetzt wieder Hype News für euch machen. Und wenn ihr irgendwie Lust habt auf irgendwelche bestimmten Videos oder auf irgendeine Videorichtung, dann schreibt das mal einfach in die Kommentare, weil dann können wir mal das machen, worauf ihr Lust habt. Und ja, ich würde sagen, wir kommen direkt zu den ersten Releases, die ich euch ans Herz legen möchte. Der nächste Schuh, den ich euch vorstellen möchte, kommt am 20. Juni raus und ich finde den eigentlich sehr, sehr cool. Und zwar ist das der Adidas Rascal Continental. Ich finde den sehr, sehr cool, weil es im Prinzip ein Yeezy Powerface ist. Den Yeezy Powerface finde ich, by the way, von der Silhouette sehr geil. Aber da ist eben die Qualität nicht so gut. Und bei den Rascal ist die Qualität wesentlich besser, weswegen ich den viel interessanter finde. Der kostet 120 Euro und ist damit halt ein Schuh, den man sich einfach mal so kaufen kann, wenn man eben so einen Beater haben möchte oder sowas zum Beispiel, wo es nicht ganz so schlimm ist, wenn er dreckig wird oder so. Und der kommt halt auch in drei verschiedenen Farben. Ich glaube einmal in einen Weiß, einmal in so einen Off-White und einmal in Schwarz. Und diese drei Silhouetten oder die drei Farben finde ich schon mal sehr, sehr cool. Und den werden wir auch von A Few zugeschickt bekommen. Und dann werden wir dazu auch ein Video machen, einen Vergleich einfach zum Powerface, was ein bisschen anders ist, Qualität besser ist, wo auch nicht. Und also falls ihr Bock auch auf diese Review habt oder auf das, den Vergleich, dann guckt euch das Video irgendwann in den nächsten 1-2 Wochen an. Ach ja, da kriegt ihr dann auch einen Rabattcode für den Schuh. Also guckt es euch an. Fuck, ich bin nicht im WLAN. Außerdem soll noch am 20. Juni ist die Kollabo mit den Jordan 4er und Levi's kommen. Da kommt ja einmal der schwarze und der weiße. Das ist eben ein Jordan 4er mit einem Jeans-Stoff-Upper. Einmal in schwarz eben, einmal in weiß. Der kam ja schon mal in einem dunkelblau oder in einem blauen, ganz normalen Jeans-Stoff-Farbton. Ich finde den eigentlich sehr, sehr geil. Erstmal den weißen finde ich mega schlicht, also sieht einfach richtig geil aus und dann das Stoff-Upper, das hat einfach was mit der Gamsohle und den schwarzen finde ich auch sehr cool. 250 Euro sind zwar ein bisschen viel, liegt halt an der Kollabo, ist wahrscheinlich auch das aber gut verarbeitet, weswegen man das eigentlich auch mal hinblättern kann. Und was halt auch sehr geil ist, was in dieser Kollabo mitkommt, sind eben Jeansjacken, die eben mit Jordan zusammengemacht sind. Die weiße Jeansjacke hat, glaube ich, rote Akzente und die schwarze Jeansjacke hat auch rote Akzente. Die finde ich beide auch sehr cool und wenn man dafür campen kann, werde ich wahrscheinlich dafür campen und mir versuchen einzukaufen. Da allerdings Nike eben in letzter Zeit so ein bisschen schwammig ist mit den Releases, da die öfters mal verschoben werden, kann es sein, dass er auch noch wann anders droppt, aber der wird auf jeden Fall nicht vor dem 20. droppen, deswegen weiß ich nicht, der 20. ist halt in der Woche, finde ich halt ein bisschen komisch, könnte mir vorstellen, dass das auferlegt wird. Am 23. kommt aber der Jordan 1 Off-White raus, deswegen mal gucken, aber als Release ist der 20. angesetzt und ich glaube, dann kommt er auch am 20. Außerdem kommt noch am 20.06. der Jordan 4 in der Kollabo mit Travis Scott. Der ist jetzt ja schon am 9.06. auf der Nike-App und sowas gekommen, aber der kommt jetzt nochmal bei den ganzen Retailer-Stores, also bei S&S und Soulbox und sowas. Dazu gibt es auch noch keine richtigen Informationen, ob die einen Raffel machen oder sonst irgendwas. Auf jeden Fall, der Schuh kostet 225 Euro und ist immer noch sehr, sehr rare. Der Resale-Preis ist aber nicht allzu hoch, liegt wahrscheinlich an dem Colorway, weil er nicht so clean ist, sage ich mal. Aber ich denke auch, der wird jetzt auch noch nach den Insta-Releases nochmal sinken. Aber trotzdem, damit ihr den Schuh auf dem Schirm habt, falls ihr den unbedingt resellen wollt, einen Huni kann man da bestimmt noch rausholen. So, dann geht's einen Tag später am 21.06. mit den Off-White Prestos weiter. Da bin ich mir gerade aber allerdings nicht sicher, ob das wirklich am 21.06. etwas wird. Weil normalerweise haben dann so die Seiten jetzt schon, also das ist ja jetzt 6-7 Tage vorher, schon mal ein Bild auf Instagram, also zum Beispiel Soulbox oder S&S, ein Bild auf Instagram gepostet, dass der Schuh eben dann und dann kommt. Sonst irgendwas, das haben die Seiten ja zum Beispiel bei einem 4er Travis Scott und bei einem 1er UNC gemacht, weswegen das ein bisschen komisch ist und ich mir auch noch vorstellen könnte, dass der Presto Off-White Release wieder weiter nach hinten verlegt wird. Aber als Datum ist jetzt der 21.06. festgelegt. Und der Schuh wird 160 Euro kosten, also ein vom Preis her sehr günstiger Schuh. Ich finde die beiden auch eigentlich sehr, sehr geil. Ein schlichter schwarzer und ein schlichter weißer sieht einfach mega gut aus. Ich glaube, die Qualität ist nicht so gut wie bei den Presto aus der The 10 Collection, aber ich denke mal, die wird trotzdem noch okay sein. Naja, auf jeden Fall, der Schuh kommt am 21.06. voraussichtlich raus, kostet 160 Euro,
und ich werde euch informieren, wenn ich irgendwelche Release-Infos habe. So, kommen wir jetzt zu den letzten beiden Schuhen, und zwar kommt am 23.06. der Travis Scott Air Force One raus, und ich muss sagen, ich freue mich richtig auf den Schuh, weil der Schuh kostet auch nur 150 €, weswegen, wenn man den dann auch noch für Retail bekommt, man gar nicht erst überlegt, ob man den trägt oder verkauft, weil es eigentlich klar ist, dass man den trägt, weil der Schuh ist mega geil. Ich fand den ersten schon richtig geil und der sieht echt mega clean aus, beziehungsweise ja, der hat halt so ein paar geile Specials, sag ich mal. Auf jeden Fall finde ich den Schuh mega geil. Der soll am 23.06. voraussichtlich kommen und 150 € kosten, weswegen das ein sehr guter Preis ist, und ich freue mich auf den Release. Falls es soweit ist, werde ich euch auch dazu nochmal Release-Informationen geben. Vielleicht dann einfach ein Hype-News machen, wo ich die Off-White Prestos und die Off-White 1er und den Travis Scott eben in einem Video bündel. So, und kommen wir jetzt schon zum letzten Schuh auf meiner Liste, und zwar ist es ein Schuh, der euch, glaube ich, alle am meisten interessiert, und zwar ist es der Jordan 1 UNC in der Kollabo mit Off-White. Der kommt voraussichtlich am 23.06. Da hat sich jetzt zum letzten Hype-News nichts geändert. Es gibt allerdings Stores, die den schon am 19.06. verkaufen oder einen Raffle machen, und das endet am 19.06. Dann wird man informiert. Aber zum Beispiel Endclothing, also ich habe gestern ein bisschen recherchiert für euch, damit ihr hoffentlich die 100%ig sichere Information habt. Zum Beispiel Endclothing hatte den drin, dass sie den am 19.06. verkaufen. Hat das jetzt aber wieder rausgemacht, weil Nike noch keine offiziellen Informationen gegeben hat, dass der auch am 19.06. kommt. Weil wenn die jetzt sagen, ja, der kommt am 19.06. und dann informieren wir alle Raffle-Gewinner. Ich sag jetzt mit Absicht immer Raffle. Okay. Dass die dann eben sagen, ja, okay, wir informieren jetzt alle Raffelgewinner, aber wissen gar nicht, ob der Schuh oder wie oft sie den Schuh überhaupt bekommen. Das wäre natürlich jetzt dann nicht so schlau. Und deswegen haben die das wieder von der Seite genommen. Ich befürchte auch aus dem Grund, dass der Schuh am 23.06. kommen wird. Und wenn es soweit ist, werde ich euch auch dazu die Informationen liefern. Gibt es halt jetzt noch nicht. Jetzt ist es ja noch, ich glaube, heute ist der 14. noch 9 Tage vor Release, und da wird kein Store irgendwie einen Raffle öffnen, einen Insta-Raffle oder sowas. Deswegen dann, wenn es soweit ist, werde ich euch die Informationen geben. Aber was ihr ja alle wisst, der Schuh kostet 190 € und kommt eben hoffentlich dann am 23.06. ganz sicher raus. Falls der am 23.06. nicht kommen sollte, sondern schon früher, könnt ihr mich einfach mal alle auf Instagram abonnieren, dann kann ich das in meine Story packen, und falls ihr dann eben das wissen wollt, dann werdet ihr es auf jeden Fall schnell über meine Story erfahren, aber ich werde mich bemühen, oder ich werde ein Video noch dazu machen, damit ihr alle die Informationen bekommt. So Leute, das war's jetzt mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Liked auf jeden Fall das Video, wenn es euch gefallen hat, und kommentiert mal, ob ihr euch auf die nächsten Sneaker Releases freut. Und wie gesagt, kommentiert mal, auf was für Videos ihr so Bock habt. Also braucht jetzt keine Videoideen sagen, sondern nur im Groben, zum Beispiel Vlogs oder sowas. Würde mich mal einfach interessieren. Und falls ihr neu auf den Kanal getroffen seid, dann ist Abonnieren natürlich auch nicht verboten. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal und ciao.